Moin Moin und Glück auf! Freunde, schön, dass ihr dabei seid bei Kohle und Stahl. Heute machen wir mal wieder ein Rippchen-Video. Viele werden jetzt wieder die Augen verdrehen, aber wir machen heute mal was ganz Besonderes. Wir machen unsere Dutch-Ofen-Rippchen. Die sind was Besonderes, die könnt ihr gut vorbereiten für die nächste Party. Und wie wir die gezaubert haben, das zeigen wir euch in diesem Video. Viel Spaß! Fangen wir mit unseren leckeren Dutch-Ofen-Rippchen an. Dafür brauchen wir gar nicht viele Zutaten. Wir brauchen den Hauptdarsteller, die Rippchen natürlich. Wir haben unsere selbstgemachte Rip-and-Roll-Soße, unseren selbstgemachten Magic Dust. Zu guter Letzt haben wir noch ein bisschen Wasser. Eins darf natürlich nicht fehlen, der Löffel mit Herz. Beide Rezepte dazu findet ihr in unserer Playlist auf YouTube und natürlich auf unserer Homepage im Blog. Den nächsten Schritt kürzen wir ein bisschen ab. Ich sag euch mal, was passiert. Wir werden von den Rippchen die Silberhaut abziehen. Wie das funktioniert, haben wir in 2-3 Videos vorher schon mal gezeigt. Danach werden die Rippchen portioniert und mit unserem Magic Dust eingerabt und wandern danach für ca. 2-3 Stunden nochmal zum Nachziehen in den Kühlschrank. Kommen wir zu unserem Grill-Setup. Wir haben uns einen kleinen Anzündkamin geschnappt, 5-6 Weber-Briketts reingehauen und zünden die erstmal an. Danach wandern sie auf eine Seite von dem Grill, auf die andere Hälfte kommen unsere Rippchenhalter. Da stelle ich dann die Rippchen rein und verteile auf den Kohlen ein paar Räucherchips. Danach kommt der Deckel drauf und wie ihr seht, haben wir den Luftabzug von oben Richtung Rippchen gedreht. Das hat zur Folge, dass der Rauch immer erst durch die Rippchen muss und dann nach oben abziehen kann. Und die Rippchen lohnen sich auf jeden Fall zu räuchern auf einem Kugelgrill. Ich nehme mal den Deckel ab und wow, wie ihr seht, da kommt ganz schön viel Rauch an die Geschichte. Und ab geht's an den Dutch Ofen. In der Zwischenzeit, wo unsere Rippchen schön ca. 45 Minuten unter Volldampf geräuchert haben, habe ich mir noch einen Anzündkamin mit 18 Briketts vorbereitet, die nachher für den Dutch Ofen sind. Nachdem unsere Rippchen schön durchgeräuchert sind, wandern sie erstmal in den Dutch Ofen. Nachdem ich sie darin alle verteilt habe, gebe ich unsere Rip-and-Roll-Soße dazu. Ich habe mir noch einen großen Schluck Rip-and-Roll-Soße beiseite getan, damit ich nachher noch genug zum Gläsen habe. Jetzt gebe ich noch einen Schluck Wasser hinzu, bis die Rippchen ca. 3/4 bedeckt sind. Deckel drauf und ab an das Dutch-Bierfass. Ja, habt richtig gehört, ich besitze ein Dutch-Bierfass, das ist einfach nur geil. Kommen wir zur Kohlenverteilung. Ich habe 18 Kohlen fertig gemacht, davon wandern 8 unterm Dutch-Ofen und 10 obendrauf. Nach 1,5 Stunden Dopfen sind unsere Rippchen, was das betrifft, erstmal fertig. Sie fallen schon im Topf fast von alleine auseinander. Im nächsten Schritt geben wir unsere Rippchen in eine Edelstahlschale. Wie ihr seht, hat sich das Fleisch schon wunderbar vom Knochen zurückgezogen. Es fühlt sich auch schon richtig zart an. Zack, das erste Stück ist raus und erstmal ein bisschen probieren. Wenn alle Rippchen in der Edelstahlschale sind, werde ich sie erstmal mit einer frischen Ladung Rip-and-Roll-Soße schön glasen. Im letzten Schritt haben wir unseren Grill nochmal neu vorbereitet und zwar eine direkte Zone mit Full Power und eine indirekte. Wie ihr seht, liegt noch ein bisschen was zum Naschen nebenher. Es werden die Rippchen jetzt richtig schön nochmal angeknuspert. Ich denke mal, von jeder Seite waren es nochmal so 2 Minuten und dann sind sie auch fertig. So Leute, nicht, dass ihr euch wundert. Ich habe jetzt erstmal nur ein Rippchen fertig gemacht, weil die anderen Rippchen brauche ich heute Abend noch für meine Gäste. Der Vorteil bei dieser Methode ist, ihr könnt die Rippchen, wenn ihr sie geglazed habt, in den Kühlschrank stellen, abends auf die direkte Zone nochmal richtig schön aufknuspern und dann sind sie einfach nur genial. Wie ihr seht, die Rippchen sind richtig schön zart geworden und durch das direkte Angrillen haben sie nochmal richtig schöne knusprige Röstaromen erhalten. Also sie haben eigentlich alles, was ein Rippchen braucht. Wenn euch dieses kleine Rippchen-Video gefallen hat, lasst uns bitte ein Abo da, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Besucht uns auf Facebook, Instagram und auf unserer Homepage. Bis die Tage, euer Kohl- und Stahl-Team.